Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Bauhaus Workshop. Und heute geben wir uns mal die Kante. Los geht's! Susanne, warum setzen wir eigentlich Rasenkantensteine? Na, zum einen wollen wir verhindern, dass uns der Rasen in die Blumenbeete reinwächst. Und zum anderen wird die Rasenkante später die Last auffangen, die von unserem Gehweg ausgeht, den wir in Zukunft noch setzen werden. Und hier sind unsere Werkzeuge, die wir für die nächsten Arbeitsschritte brauchen. Die Spaten zum Abstechen, den Stempel zum Verdichten, den Gummihammer, um später die Steine zu positionieren. Hier haben wir noch ein paar Messwerkzeuge, um die 8 Meter abzustecken. Hier, da kommt unsere Schnur dann später ran. Die Wasserwaage natürlich, um das alles schön ins Wasser zu machen. Unsere Kellen, damit wir den Beton verstreichen können. Und hier haben wir noch das etwas größere Gerät, um den Beton anzumischen. Das machen wir mit einer Maurerschnur. Die wird ca. 2 cm über der Grasnarbe gespannt. Damit wissen wir auch gleich, wie hoch später unser Gehweg rauskommen wird. Guck mal, jetzt macht er keine Kurve mehr. Ich finde, jetzt ist es in Ordnung. Ist gerade bei dir? Jetzt, bei mir ist jetzt gerade, ja. Okay, dann setze ich jetzt, ja? Mach. Ich markiere. Sehr gut. Kannst du einmal mit dem Zollstock kommen? Wir wollen ja 2 cm ungefähr über der Grasnarbe sein. Alles klar, circa 2 cm passt, oder? Ja, genau. Circa 30 cm in der Tiefe sind für unsere Randsteine genau passend. So, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Strecke erstmal. Ja. Mhm. Und dann heben wir aus, würde ich sagen. Alles klar. Hier die Erde nicht auf unseren Arbeitsplatz tun, sondern ein bisschen weiter weg. Und apropos weiter weg. Alles, was Grasnarbe ist, packen wir auch zur Seite, ne? Okay. Bam. Ja, Susanne, die Hälfte haben wir schon, aber es ist auch einfach mega anstrengend. Ja, aber wir kommen auch nicht weiter, wenn du jetzt hier weiter quatschst. Ja, ja, ich bin ja dabei. Alles klar. Susanne, wie weit bist du? Naja, letzte Schippe. Okay, bei mir auch. Und dann brauchen wir bloß noch glatt ziehen. Genau. Machst du den vorderen Teil? Ja, dann mach ich hier. So, dann ist unser Schacht eigentlich fertig. Jetzt müssen wir den Boden nur noch befestigen. Und dazu nimmt man entweder Kies oder in unserem Falle Betonrecycling. So. So. Also eigentlich können wir das hier auch relativ grob reinschaufeln. Und dann ziehen wir es ja auch noch mal ein bisschen glatt. So. So. Und danach mal wieder unsere Lieblingstätigkeit. Schichten verdichten, Schichten verdichten. Schichten verdichten, genau. Gar kein Thema. Beim Mischen von unserem Beton darauf achten, wenig Wasser zu nehmen. Wir wollen schön mager Beton haben. Das ist wichtig, damit wir den Stein nachher exakt positionieren können und er nicht nach unten wegsinkt. Noch ein bisschen. Bizzi. Sehr gut. Ah, erdfeucht. Dann lass es uns reinbringen. Wenn wir die Rasenkantensteine einsetzen, orientieren wir uns als erstes entlang der Maurerschnur in der horizontalen. Wenn diese stimmt, dann kontrollieren wir die vertikale Ausrichtung mit der Wasserwaage. Also hier hinten wird es schon gut. Ja? Ja, ja. Im letzten Schritt stabilisieren wir die Rasenkantensteine mit Beton und ziehen diesen schräg ab. Das hat den Vorteil, dass Wasser abfließen kann und im Winter kein Frostschaden entsteht. Passt? Mega. Passt? Mega. So. Ja. Unsere kleine Mauer ist jetzt fertig. Jetzt müssen wir sie nur noch mit Mutterboden beidseitig befüllen. Der Beton ist noch nicht trocken, das ist gar kein Problem. Die Erde kann rauf, aber trotzdem darauf achten, erst so circa in 2 Wochen belasten. Susanne, ich trete und du hakst hinter mir her.
Aber pass auf, dass du nicht zu viel Druck drauf gibst. Nein, ja, ich Federgewichtchen. Alles gut, ich sink hier kaum ein. Das ist doch mal jetzt richtig gut geworden, oder Susanne? Auf jeden Fall, der Einsatz hat sich echt gelohnt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und falls ihr doch noch Fragen habt, schreibt einfach unten ins Kommentarfeld. Bis zum nächsten Mal bei uns hier im Bauhaus Workshop.